Freunde der Musik, ich habe etwas für euch, was ich glaube, unseren Alltag einfach so, so schöner und schneller und besser und toller macht. Herzlich willkommen zur Videowoche. Jeden Tag um 18 Uhr ein neues Video. Und heute reden wir über den schnellsten und einfachsten und meiner Meinung nach auch einer der schönsten Lidschattenlooks ever. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch diese Woche ein bisschen unter die Arme greifen kann, dass ihr einfach ein bisschen Freude habt. Und ich bin gestern durch die Drogerie gegangen und habe etwas gefunden, wo ich sage, ja, das könnte ganz spannend sein. Ihr wisst es, ich bin großer Elf-Fan. Ich liebe Elf. Elf hat tolle Produkte, Elf hat günstige Produkte und ich habe gestern das erste Mal die finale Theke gesehen. Ich blende euch hier mal ein bisschen was ein. Wirklich alles mit dabei, was man haben muss. Aber ein Produkt, das kannte ich noch nicht. Und das sind die No Budge Cream Eyeshadows. Habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie benutzt. Aber ich glaube, dass das ziemlich, ziemlich spannend sein könnte. Wir haben dieses Mal eine kleine Challenge am Laufen. Wir probieren diesen Monat die 140.000 Abonnenten vollzukriegen. Also wenn ihr noch nicht Teil der Giacomo Army seid, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr einfach auf den Abonnieren-Knopf drückt. Dreimal die Woche eigentlich, viermal die Woche eigentlich neue Videos. Diese Woche gibt es 7 Videos für euch. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr einfach ein Like und einen Daumen nach oben da lasst. Das Ganze ist so ein bisschen darauf basierend gewesen, dass ich neulich in der Drogerie war und diese Dinger hier von Essence gefunden habe, von Trended Up gefunden habe, die Luxe Lit Liquid Eyeshadows. Mag ich total gerne Liquid Eyeshadows. Es geht schnell, es geht einfach und es ist einfach, ich sag's immer, idiotensicher. Also du musst keine großen Vorkenntnisse haben, du brauchst nicht viel Zeit, du brauchst einfach nur einen Finger. Und das ist so genau meins. Ich liebe es, wenn Produkte schnell und einfach und auch so ein bisschen selbsterklärend sind. So, und dann habe ich das hier gefunden. Ich habe mich für die Farbe Sand Dune entschieden. Packaging von Elf ist klassisch, ist einfach, ist schlicht, würde ich sagen. Es gab verschiedene Farben, aber ich finde, das ist so die perfekte Farbe für genau die jetzige Jahreszeit. So ein Braun, so ein cremiges, cremiges Braun, aber nicht zu warm. Und nicht zu kühl. Kann ich mir vorstellen, dass man den sehr, 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 sehr gut auch als Konterprodukt benutzen kann. Das ist nämlich ganz spannend. Ich habe es aufgetragen und dort ist es grau. Und wenn ich das ausblende, wird es warm. Und wir schauen jetzt mal, wie das Ganze auf meinen Augen aussieht. Ich kenne euch ja mittlerweile ganz gut und weiß, dass viele von euch morgens einfach keine Zeit haben, nicht viel Lust haben, Ewigkeiten rumzumachen. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine gute Möglichkeit ist, um einen schnellen, einfachen, aber trotzdem, ja, doch, interessanten Look hinzukriegen. Deswegen habe ich große Hoffnung, dass das hält. Wir lassen den Ganzen auch mal hier kurz ein bisschen antrocknen, dass wir da gleich so ein bisschen schauen können, wie rutscht der. Ist der wirklich no budge, also nicht verwischend? Ich mag die Farbe sehr gerne. Ich bin ja im Moment eher so ein bisschen auch diesen kühleren Looks. Kühler, weniger Farben, weniger bunt, eher ein bisschen reduzierter, so ein bisschen gediegener. Wir probieren das Ganze erstmal mit meinem Finger. Ich nehme meinen Ringfinger, da habe ich nämlich am wenigsten Druck. Gehe hier rein und tupfe mir den Lidschatten auf mein Auge und kann mir das hier einfach raufsetzen. Der hat keinen Schimmer mit drin, er sieht aber so ein bisschen wet aus. Und dann schnappe ich mir recht schnell, bevor der runtertrocknet, einen kleinen Pinsel und blende die Kante aus. Der ist ja matt, dadurch sieht es auch nicht so komisch in der Lidfalte aus. Ich nehme auch so ein bisschen was von meiner Hand. Ich ärgere mich, dass ich nicht noch mehr Farben mitgenommen habe. Gehe ein bisschen ins Töpfchen hier rein und kann das Ganze sehr, sehr gut ausblenden. Wunderschöne Farbe. Der sieht auf dem Auge Tatsache, wenn man so ein bisschen Foundation drunter hat, auch nicht ganz so dunkel aus, sondern eher so ein bisschen, ne, es ist doch noch ein bisschen was anderes als auf dem Auge. Auf der anderen Seite nehme ich mal nur den Pinsel und trage mir das auf. Es ist so einfach und blende das Ganze auch hier aus. Man hat ein bisschen Zeit, würde ich sagen, ne? Also vielleicht so ein paar Minütchen, um das Ganze zu auszublenden und ein bisschen weicher zu machen. Aber man hat halt nicht jetzt 20 Minuten Zeit. Ne? Also da würde ich mich schon ein bisschen beeilen. Man kann das Ganze auch mit den Fingern machen. Ne? Also mit den Fingern hast du natürlich noch ein bisschen weniger Kontrolle als mit so einem Pinsel. Aber eigentlich geht das schon. Ich baue mir das hier auf. Und dann lassen wir das Ganze mal kurz antrocknen. Also hier ist es schon wirklich ganz gut fest geworden. Das rutscht auch nichts mehr weg. Es hat sich ganz leicht so ein bisschen ins wärmliche Graubraun ausgeblendet. Und das betont so ein bisschen das Auge, oder? Es sieht so ein bisschen aus wie mein Hintergrund. Ich will den natürlich aber auch unten benutzen, um den Wimpernkranz ein bisschen zu betonen. Unten gefällt er mir fast noch besser als oben. Boah, schon schön, ne? Weil das so... Hat er was auf den Augen drauf? Ist es nichts? Hat er was? Ist es was? Was ist es? Vor allem, was ist es? Das betont das Auge ziemlich gut. Du kannst es gut aufbauen. Oh, das mag ich sehr gerne. Schaut mal, wenn ich euch jetzt ein Stückchen nach hinten nehme. Ich habe ja jetzt noch keine Mascara, keine Augenbrauen. Das machen wir gleich drauf. Dann sieht das Auge so ein bisschen, nur ein ganz kleines bisschen eingerahmt aus. Könntest du hier noch ein bisschen aufbauen? Das finde ich schön gerade.
Seht ihr die Vision, die ich habe? Dieses, ich habe morgens nicht Lust, 20 Minuten hier zu sitzen, sondern ich nehme eine Farbe, kann die ja mit dem Finger auftragen, ein bisschen verblenden. Ihr habt ja fünf, könnt ihr mit dem sauberen Finger dann hier noch so ein bisschen rübergehen, ein bisschen ausblenden. Was ich, glaube ich, machen würde, ist, mit ein bisschen Puder, was hier noch am Pinsel dran ist, einfach so machen. Dann ist es einfach schneller fixiert und ihr habt so einen Hauch. Ich habe mich jetzt natürlich für die Farbe Sand Dune entschieden. Ich hätte auch noch, das, glaube, es gab sogar ein Schwarz oder so. Es gibt auch Schimmer. Mache ich heute aber nicht rauf, weil ich glaube, dass das so ein super einfacher Look ist. Aber was wir machen, ist Kajal. Ich glaube, hier von Namen seht ihr das nochmal. Ne? Ist sehr, sehr gut gewesen, um das Ganze auszublenden. Hat gut funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Und es ist auch fest. Ne? Also da rutscht jetzt nichts mehr. Man kann hier vielleicht so ein bisschen Bronzer noch hinmachen, wenn man möchte, um es ein bisschen wärmer zu machen. Und auf meine Wasserlinie gebe ich mir einfach jetzt einen braunen Kajal. Der ist von Be Perfect Bronze Dazzler. Um so ein bisschen zu intensivieren. Ein bisschen mehr nach hinten raus. Und dann zeige ich euch einen Trick. Ich habe hinten ein bisschen mehr genommen. Nehmt euch so einen flachen Pinsel. Und dann ganz leicht hier nur ganz leicht hinten rausziehen. Das gibt dem Auge eine komplett andere Form. Das Auge ist viel, 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 viel länger. So krass, dieser Unterschied. Der ist halt wirklich basic, basic, basic. Ne? Aber ihr kennt mich mittlerweile. Ich liebe ja Basic Looks. Dieser kleine Wing gibt mir wirklich alles gerade. Eine Wimpernzange. Wir machen den Look jetzt mal fertig, dass ihr diese Vision seht. Ich glaube, wenn ich jetzt aufhören würde, würdet ihr denken, okay, was hast du da gemacht, Maxim? Aber ich zeige euch den schönsten Alltagslook. So ein 5-Minuten Mummy Makeover. Als Mascara Rival de Loop Mighty Volume Mascara in Brown. Die gibt nämlich so einen Kontrast nochmal mit rein. Macht das Ganze wieder ein bisschen wärmer. Die ist so krass einfach. Die ist so, so krass. Die ist ein bisschen feucht, die muss noch ein bisschen antrocknen, aber ich denke mal, in 2 Wochen ist die perfekt. Augenbrauen. Und auf den Lippen machen wir heute gar nicht so viel. Da benutze ich wie immer meinen Art Deco Lip Liner in der Farbe 140. Das ist die schönste Farbe. Und oben rüber von Trended Up die Lip Glaze Oils Glossy Finish. Das sieht so schlicht aus, aber trotzdem strahlen die Augen. Du hast sie einfach betont, du hast ihnen so ein bisschen mehr Form gegeben. Auch gerade dieser kleine Wing, ne? Dieses ist ja kein Eyeliner. Mag ich nicht. Diesen krassen Eyeliner, sondern nur so ein bisschen nach oben gestreckt. Hier unten ein bisschen verdunkelt, hier außen ein bisschen verdunkelt. Augen sind eingerahmt, aber das macht das Auge nicht so klein. Und mit einer leichten Lippenkombination drauf, vielleicht noch ein bisschen Blush oder so. Brauchen wir noch was? Nehmen wir mal meinen hier. Ist das ein unglaublich einfacher, wirklich einfacher Lidschattenlook. Und ich glaube, den kriegt jeder von euch hin, oder? Das ist, ich hole euch nochmal ran. Eine Farbe. Eine sehr schlichte Farbe. Das Ding hält. Also, da passiert nichts mehr. Das Auge ist eingerahmt. Du könntest auch noch ein Highlight setzen. Vielleicht ein bisschen was Schimmerndes mit aufs bewegliche Lid geben oder so. Aber das möchte ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, das reicht völlig aus für einen richtig schönen Look, oder? Also, wenn ihr das nächste Mal bei Rossmann seid und die 11-Theke vielleicht schon habt, die könnt ihr wirklich mal ausprobieren. Also, ich hole mir davon noch mal ein paar andere Farben. Ich habe jetzt nur die Farbe Sand Dune gehabt. Aber das ist halt so einfach, ne? Gerade wenn du vielleicht viel unterwegs bist und nicht Ewigkeiten mit einer ganzen Lidschattenpalette durch die Gegend reisen möchtest, könnte das, glaube ich, eine gute Möglichkeit sein. Und ich kann mir vorstellen, dass du damit einfach die perfekte Kontur auch hinbekommst. Ich bin super gespannt für euch, dieser super schnelle, einfache und, ja, ich würde schon fast sagen, elegante Herbstlook gefällt. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns hier morgen schon wieder. Und ich freue mich auf euer Feedback. Tschüss.